Statistische Daten scheinen zu beweisen, dass die Störche die Babys bringen und dass die kosmische Strahlung unser Klima steuert. Aber genügen Statistiken als Beweis, dass tatsächlich die Störche die Babys bringen und dass das Klima wirklich von der kosmischen Strahlung so stark beeinflusst wird? Hallo liebe Leute, im letzten Video hatte ich ja erklärt, dass geladene Teilchen in unserer Atmosphäre durchaus Nebel oder sogar Wolken erzeugen können. Und das kann man zu Hause auch überprüfen in einer sogenannten Nebelkammer. Und geladene Teilchen, das ist zum Beispiel die kosmische Strahlung. Das sind Teilchen aus dem interstellaren oder intergalaktischen Raum, die mit hoher Energie auf unsere Atmosphäre hereinprasseln und da eben möglicherweise zusätzliche Wolken erzeugen. Und jetzt ist die große Frage, wenn jetzt diese kosmische Strahlung variiert, ja, gibt es dann auf einmal mehr Wolken und dann wird es vielleicht mehr regnen oder es würde vielleicht kühler werden. Und wenn es weniger kosmische Strahlung gibt, dann gibt es weniger Wolken und es wird sonniger, also wärmer. Könnte es also sein, dass wir tatsächlich eine Variation der Bewölkung haben mit der Intensität der kosmischen Strahlung? Okay, das setzt allerdings voraus, dass die kosmische Strahlung schwankt. Und das tut sie tatsächlich, wie dieses Diagramm hier zeigt. Das ist eine Messung der kosmischen Strahlung, die auf die Erde einprasselt zwischen 1960 und 2010. 1960, da wurden diese Detektoren dann zum ersten Mal betrieben. Und man sieht, dass es da rhythmisch rauf und runter geht. Also gut, das ist ziemlich verrauscht. Aber man hat zum Beispiel 1965 Maximum, 1970 Minimum, 1975 Maximum, 1980 Minimum und so weiter. Es sieht so aus, als wäre da so eine Periode mit der Länge von vielleicht 10 Jahren da überlagert. Und das kann man gut erklären. Das hängt nämlich zusammen mit der Aktivität der Sonne. Die Sonne hat einen 11-Jahres-Sonnenfleckenzyklus. Und wie der kommt und was der macht, also wie der entsteht, darüber habe ich eben auch ein Video gemacht. Und wenn die Sonne besonders viele Sonnenflecken hat, dann ist sie besonders aktiv. Dann pustet sie sehr viel Sonnenwind in unser Planetensystem raus. Und das ist so ein Reinigungseffekt. Ja? Dieser Sonnenwind, der pustet die kosmischen Teilchen, so ein bisschen anschaulich gesprochen, zur Seite. Und immer dann, wenn also viele Sonnenflecken sind und die weiße Kurve also Maximum hat, dann ist die kosmische Strahlung etwas geringer, dann hat die rote Kurve ein Minimum. Also besonders aktive Sonne heißt, sie bläst jede Menge Zeug nach draußen und das verdrängt diese kosmische Strahlung. Der Sonnenwind selber hat aber niedrigere Energien, sodass er sich auf unser Klima, auf die Wolkenbildung nicht auswirkt. Dazu ist der Energie zu schwach, der kommt nicht tief genug rein. Also was für Wolkenbildung relevant sein kann allenfalls, ist die kosmische Strahlung, also die rote Kurve. Ja gut, jetzt könnte man sagen, okay, variiert jetzt unsere Bewölkung mit dieser roten Kurve? Und das war scheinbar in einem relativ kurzen Zeitintervall, da gab es vor der Jahrtausendwende, also vor dem Jahr 2000, so eine relativ berühmte Messung, das war scheinbar der Fall. Ja, und zwar hier die Messung, man sieht es jetzt, also die weiße Kurve ist die globale mittlere Bewölkung, die variiert um plus minus 1%, also relativ schwach. Und die rote Kurve ist ein Ausschnitt aus dieser Kurve, die ich gerade über einen längeren Zeitraum gezeigt habe, von der kosmischen Strahlung. Und scheinbar variieren beide Größen im Takt. Ja, jetzt ist allerdings so, wenn man so einen statistischen Zusammenhang hat, also einfach zwei Messwerte und die scheinen sich für eine Weile zumindest gemeinsam zeitlich zu entwickeln, dann heißt das noch lange nicht, dass das eine Ursache-Wirkungsbeziehung ist, dass die wirklich was miteinander zu tun haben. Und dafür will ich jetzt mal drei Beispiele nennen, die zum Teil so ein bisschen, ja, also humorvoll sind, nämlich die Störche. Betrachten wir mal eine ländliche Region mit Dörfern. Jetzt betrachten wir mal ein Dorf und zählen da die Zahl der Störche und wir zählen die Zahl der Neugeborenen pro Jahr. Und was wir herausfinden ist, dass für die verschiedenen Dörfer, wenn es in einem Dorf mehr Störche gibt, dann gibt es auch mehr Neugeborene. Das ist also eine direkte statistische Korrelation, ein Zusammenhang. Mehr Störche, mehr Babys. Das heißt, dass entweder die Störche die Babys bringen oder die Babys bringen die Störche. Weil so eine Statistik macht ja keine Aussage darüber, was die Ursache und was die Wirkung ist. Beides möglich. Aber die Anhänger der Storch-Baby-Bring-Theorie werden das natürlich als Bestätigung sehen, dass die Störche die Babys bringen. Ja, die Auflösung ist, dass da die Größe des Dorfes eingeht. In einem großen Dorf gibt es mehr Einwohner und dann natürlich mehr Neugeborene. Und es gibt auch mehr Störche, weil die Fläche größer ist und die Wahrscheinlichkeit, dass da Störche nisten,
die ist eben sehr viel größer. Tatsächlich haben die Störche nichts mit den Babys zu tun. Das gilt auch für die Piraten. Wir haben hier eine Grafik von Wikipedia, die genau diese Problematik einer statistischen Grafik oder Analyse da veranschaulicht. Hier ist dargestellt, wie die Zahl der Piraten mit der globalen Erwärmung zusammenhängt. Und zwar seit 1820 ist die Zahl der Piraten drastisch gesunken und gleichzeitig ist es viel wärmer geworden. Das heißt, Piraten, nach dieser Grafik hier, wirken sich kühlend auf das Klima aus. Ja, das ist natürlich Quatsch. Die Störche haben genauso viel mit den Babys zu tun, wie die Piraten mit der globalen mittleren Erwärmung, nämlich gar nichts. Ja, hier gibt es noch ein bisschen eine ernstere Grafik, die das auch illustrieren soll, zumindest in meinen Augen. Das hier ist eine Grafik aus einem der neuesten Berichte des Weltklimarats, und zwar aus dem August 2019. Und da geht es in dem Zusammenhang zwischen Landnutzung und globaler Erwärmung. Und auf der Seite 4 war es, glaube ich, oder Seite 6. Jedenfalls einer der ersten Seiten auf der Zusammenfassung für Entscheidungsträger, unten in der Mitte, ist eine Grafik, die zeigt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der globalen mittleren Erwärmung und der Zahl der Übergewichtigen. Und zwar hier dargestellt seit 1960, da hatten wir erstmal keine Übergewichtige oder jedenfalls praktisch keine messbare Anzahl. Und seit 1980 futtern die Leute und es gibt plötzlich linear ansteigend immer mehr Übergewichtige. Und genauso linear steigt die globale mittlere Temperatur an. Das würde bedeuten, die Dicken sind schuld. Und in der Tat kann man sich überlegen, so jemand, der ein bisschen dick ist, ich bin selber ein bisschen zu dick, den ist ja immer zu warm. Also das wäre so ein Hinweis, dass es einen Zusammenhang gibt. Aber es ist natürlich Quatsch. Wir haben hier dasselbe wie die Babys und die Störche. Man kann einfach irgendwas gegen irgendwas anderes plotten, also Grafiken machen und damit einen scheinbaren Beweis führen. Aber ohne Ursache-Wirkungsbeziehung ist das einfach aussagelos. Also man muss mit solchen Analysen sehr, sehr vorsichtig sein. Und das gilt auch für diesen Zusammenhang hier zwischen der Bewölkung und unserer kosmischen Strahlung über einen so kurzen Zeitraum. Da schwanken sie zufällig mal gemeinsam. Aber wenn man das über einen längeren Zeitraum, wie hier in der Grafik, betrachtet, bis 2010, dann sieht man, dass die gemeinsame Schwankung nur zufällig war. Und seit 2000, da entwickeln sich die beiden Größen diametral auseinander. Leider habe ich nur Daten gefunden bis 2010 von der Bewölkung, sodass wir das nicht weiter verfolgen können. Diese gleichmäßige Modulation der Bewölkung ist übrigens der Jahreszeitenrhythmus auf der Nordhalbkugel, den man hier sehr schön sieht. Wir sehen aber, kosmische Strahlung und globale mittlere Bewölkung haben nichts miteinander zu tun. Es geht noch weiter. Als letzte Grafik hier kann man so besonders drastisch dieses, dass es nichts miteinander zu tun hat, darstellen. Wir haben unten nochmal über diesen gleichen Zeitraum die globale Erwärmung geplottet. Es wird also linear immer wärmer. Das hatten wir schon bei den Übergewichtigen. Und wir sehen nochmal diese 5 Maxima hier der kosmischen Strahlung. Also die kosmische Strahlung variiert vollkommen unabhängig von der aktuellen Erwärmung. Das heißt, mit der aktuellen Klimaerwärmung hat die kosmische Strahlung nichts zu tun. Es könnte schon sein, dass die kosmische Strahlung auf sehr langen Zeiträumen, also auf subtilere Art und Weise unser Klima oder auch unser Wetter beeinflusst. Aber für die aktuelle Klimadebatte, da spielt die kosmische Strahlung keine Rolle. Das war es für heute über die kosmische Strahlung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.